Fernsehen macht blöd. Ja, wir haben euch ja schon vorgewarnt, dass uns eure Meinung sehr wichtig ist. Oh Gott, ja. Ja, die ist uns, dir auch. Ich hoffe auch im angeschlagenen Zustand. Toll. Genau, also vielen Dank dafür, dass ihr auch schon die erste Sendung so reichlich kommentiert habt. 17 Millionen, glaube ich, oder so, Kommentare. Bei der ersten Sendung finde ich schon nicht schlecht. Gut. Wir haben uns ein paar rausgesucht und darüber reden wir jetzt mal. Ja. Ich lese dir mal was vor, Theo. Ja? Wir sind ja schon im Bett, da wird was vorgelesen. Nachher lese ich dir noch was vor. So. Wow, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Da hat YouTube mal sein Geld sinnvoll investiert. Ich habe mehrmals sehr gelacht, sogar mehrmals. Ja. Wenn eure Sendung nicht an Qualität abnimmt, wird sie sicher zum neuen Höhepunkt der Woche für uns deutschen YouTuber. Wie Stefan Raab, nur mit Jugendlichen, Bier und besseren Beiträgen. Macht weiter so, ich freue mich schon, wenn ich in einem Jahr stolz erzählen kann, dass ich unter euren ersten 1000 Abonnenten war. Ich werde euch kräftig promoten. Luke Sky 020, vielen Dank dafür. Theo, was sagt man dazu? Ja, das ist ja... Mit so viel Lob kann man eigentlich nicht... Das ist ja wie Öl in den Backen. Ja. Das ist vielen Dank dafür, aber... Luke? Das ist schon schwierig, mit so einem Lob umzugehen fast. Ja. Ne? Man fühlt sich schon ein bisschen... Ja, man kann einfach nur Danke sagen, ja, oder? Danke, komm, wir sagen es mal gleichzeitig. 1, 2, 3. Danke, Luke. Gut, zweiter Kommentar. Da schreibt NTMGGD, schreibt, naja, nicht der Burner, aber ihr habt euch Mühe gegeben. Also das hat noch nie ein Mann zu mir gesagt. Nee, ich hoffe auch nicht eine Frau. Also ja, das stimmt, wir haben uns Mühe gegeben, aber trotzdem, ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Aber wir werden immer besser und wir geben uns weiter Mühe. Genau, und wenn du konkrete Ideen hast, einfach nur kritisieren ist nicht. Konkrete Ideen runterschreiben, ne? Dankeschön. Dann Mr. Olenus sagt, das klingt edel. Könnt ihr nicht die Clips 2 oder 3 Tage danach einzeln hochladen? Das wäre cool. Ja, das, Mr. Dr. Olenus, das können wir natürlich machen. Ist schon passiert. Jeden Mittwoch gibt es nämlich bei uns jetzt den Videokiosk. Ja? Und da kann man sich die besten Clips aus der Sendung nochmal reinziehen. Bitte schön, nur für dich. Traumhaft. Ja, Nummer 4. Die Clips fand ich etwas ausgelutscht. In Klammern, falls ihr da eine Idee braucht, schaut euch mal Off the Air von Adult Swim an. Klammer zu. Intro rockt, aber und danach ging der Unterhaltungsgrad steil nach oben. Theos Geschichte am Ende war auch Porno. Dantes DMG sagt das. Was sagt man dazu? Ja, was kann man da besser machen, Theo? Ach, ich weiß nicht, das ist auch so Geschmackssache. Ich glaube, wenn er die Clips jetzt von dieser Sendung sieht, die waren ja mal Hammer, die du gezeigt hast. So. Ja, das war der Hammer, ne? Das war der Hammer. Also, da ist das schon mal... Also mit den Klicks, wir müssen da vielleicht ein bisschen aktueller werden, aber das. Es gibt auch Clips, die muss man einfach zeigen. Also es gibt auch alte Dinger, die sind so witzig, die will ich einfach raushauen. Ne? Ja, und manche haben sie vielleicht noch nicht gesehen. Ja. Und jetzt mein Lieblingskommentar von Jerome Spast. Ja, Jerome, du hast es wirklich in die Sendung geschafft. Jerome hat uns geschrieben, hey Bernie, ich finde deine Sendung mega krass. Könntest du vielleicht den Jerome grüßen in deiner nächsten Sendung? Ich lieg nämlich im Krankenhaus und es ist hier scheiße langweilig. Jerome, Achtung, nur für dich. 1, 2, 3. Jerome, schöne Grüße! Ins Krankenhaus. Aber hat er über sich in der dritten Person gesprochen? Nee. Nee, meinte? Nee, hat er nicht. Könntest du vielleicht den Jerome, na gut. Naja, ist doch, aber gute Besserung viel mehr, ja, als Grüße. So. Ich glaube, Theo kann ganz gut nachempfinden, was nicht mit so dir leicht los ist. Ja.